Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. Heute erfülle ich einen Zuschauerwunsch und zwar vom lieben Marcel vom NES-Kommando. Der hat mir nämlich zu Weihnachten was, naja, Nettes geschenkt. Und zwar so eine Simulatoren-Sammlung. Unter anderem ist da der Sprengmeister-Simulator drauf. Und dann haben wir da noch Abschlepp- und Panzersimulator. Das heißt also, du kannst erstmal den Panzer sprengen und dann mit dem Abschleppwagen wegziehen oder so. Ja, und er hat mich gebeten in seinem Brief, ich möchte doch gerne diesen Sprengmeister-Simulator mal zocken. Ich habe das Ding zumindest jetzt schon mal installiert und weiter als bis hierhin bin ich auch noch nicht unbedingt gekommen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mir ein Profil anzulegen. Das war's auch schon, weil in dem ganzen Ding gibt's nix Handbuch oder so. Und man muss sich da durch verschiedene Missionen arbeiten, offensichtlich. Und ich zock einfach mal ein kleines bisschen. Wir gucken da mal rein. Wo geht's denn los? Die besten Sprengungen, Highscore, Profil habe ich da angelegt. Karriere. Sprengschule ist frei. Ja, so wie es aussieht, muss man da erstmal so Tutorials machen, ne? Und ich starte das mal. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hoffe, das Ganze funktioniert einigermaßen. Ja, und was machen wir jetzt hier? Drücke die Tab-Taste zum Ein- und Ausschalten des Menüs. Tab. Briefing-Mission. Okay. Ich hoffe, hier unten hinter mir ist nicht irgendwas verdeckt, was jetzt wichtig wäre. Aber es ist gerade von meiner Webcam verdeckt, deswegen sehe ich es nicht. Das könnte ja lustig werden. Mission-Briefing. Schau dir in Ruhe die Informationstafel an und lerne die Grundlagen für den Einsatz der Sprengstoffe. Weitere wichtige Hinweise findest du in der Hilfe. Sprenge dieses Gerüst aus miteinander verschweißten Stahlstangen. Finde die Verbindungspunkte. Und wie mache ich das? Was ist denn das? Zündung, Kreis 1, Kreis 2. Ja, ich würde mal sagen, da könnte ein Verbindungspunkt sein und da könnte ein Verbindungspunkt sein. Ich weiß ja gar nicht, wie viel ich da setzen kann. Kann ich mich irgendwie vorwärts, rückwärts bewegen? Was wähle ich da mit den WASD-Tasten an? Ich finde das immer geil, wenn man so kein Tutorial hat. Da weiß man richtig Bescheid, ne? Ah, mit den Pfeiltasten kann ich mich hier hin und her bewegen. Kann ich mich sonst irgendwie umgucken? Ja. So. Ja, und jetzt, wie spreng ich das? Ist das schon gut so oder mache ich da irgendwas falsch? Nochmal die Tab-Taste drücken. Hilfe. Wähle das gewünschte Hilfsthema aus. Im Spiel selber gibt dir das Briefing noch einige Hinweise zur aktuellen Mission. Vorbereitung. Vor der Platzierung des Sprengstoffs solltest du zunächst das Sprengobjekt begehen und dir Gedanken über den Einsatz der vorgegebenen Sprengmittel machen. 5 verschiedene Sprengkreise auf deinem Pult zur Verfügung. Für jeden Sprengkreis kannst du eine eigene Zeitverzögerung einstellen. Dieses ist besonders hilfreich bei großen oder weitflächigen Sprengobjekten. Ordne bei Anbringung den entsprechenden Sprengkreis zu. In diesem Spiel gibt es insgesamt 4 verschiedene Sprengstoffarten, die unterscheiden sich in ihrer Stärke und der Auswirkung auf das Sprengobjekt. Zur einfachen Erkennung haben die jeweiligen Typen eine unterschiedliche Farbe. Pro Mission erhältst du nur eine bestimmte Anzahl der Sprengsätze. Damit musst du in der jeweiligen Mission eine hohe Zerstörungsquote erreichen. Klingt gut. Wähle zuerst den gewünschten Sprengstoff aus, ziele dann auf die gewünschte Stelle im Sprengobjekt und klicke mit der Maustaste. An dieser Stelle entscheidet nur farbige Kugel, bla 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 bla. Video. Nach Abschluss der Sprengung kannst du dir dank Videoplay-Funktion die Sprengung nochmal ansehen. Umschalten. Maus rechts, Pfeiltaste und Bewegung, Rechtsshift laufen. A, B, C, D. Sprengstoff wählen. 1 bis 5 Zündkreis. Sprengung mit Countdown. Shift D, sofort sprengen. Muss ich irgendwo in Deckung? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal besser ein bisschen nach hinten, ne? Und jetzt gucken wir mal, was war das mit Shift D? Achtung, fertig, Knall! Ja, jetzt gucken wir mal, was noch steht. Schade, Tomaniac. Was, du hast leider nicht die Mindestquote erfüllt. Versuche es gleich noch einmal. Hä? What?
Ja, ich wollte meinen Namen hier eintragen. Was ist denn passiert? Das Objekt ist doch weg. Kann ich hier noch mal irgendwie Play gucken? Man sieht ja verdammt viel. Kamera 1, Kamera 2. Guck mal. Ja, geil. Kamera 3. Erreichte Quote 10%. Was habe ich falsch gemacht? Oh, was ist passiert? Oh, nochmal. Tja, gute Frage. Was ist eigentlich hier? Reset Mission, Sprengpult. Was passiert denn da? Ich habe ja keine Anleitung. Ich muss ja alles. Aha. Da kann man eine Zeitverzögerung machen. Reset Mission, gibt es hier hinter dem noch irgendwas? Gib den Namen für die Mission ein. Ah, speichern. Ah, da kann man. Hier gibt es so einen Geistermodus. Mission laden. Okay, hier kann man speichern und laden. Das ist gerade hinter meinem Webcam-Bild, deswegen sehe ich es nicht. Okay, laden, speichern und Ghost. Mission resetten, Sprengpult ein- oder ausschalten. Sprenge dieses Gerüst aus miteinander verschweißten Stahlstangen. Finde die Verbindungspunkte. Ja. Aber ich habe doch vorhin. Warum hat das nicht geklappt? Tja, wenn ich mir das so ansehe. Was ist denn das andere da hinten? Steinwände. Viele Gebäude bestehen aus Stein. Versuche den optimalen Punkt für die Platzierung der Sprengladung zu finden. Ah, was das ich glaube? Ich kann nur eine Ladung setzen oder so. Okay. Kann ich jetzt mit Zündung die Steine weghauen? Lass mal gucken. Achtung, Zündung, Leute! Oh, ich gehe vielleicht besser in Deckung. Wie ist es schon wieder Game Over? Die Sprengung ist beendet. Schade, du hast nicht die Mindestquote erfüllt. Ja, was soll ich dazu sagen? Es könnte ja interessant sein, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Mission Briefing. Informationstafel an und lerne die Grundlagen für den Einsatz. Ja, und diese Infotafel, das ist doch das, oder nicht? Ich weiß es doch nicht, doch. Habe ich da irgendwas Wichtiges übersehen? Sobald du die Mindestquote an zerstörten Gebäudeteilen erfüllt hast, kannst du die nächste Mission beginnen. Muss ich vielleicht alles gleichzeitig zünden? Machen wir mal. Also, ich würde sagen, ich nehme hier einen. Dann gehen wir hier zur Wand. Tja, wo könnte hier der vernünftigste Punkt sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier. Dann gehen wir weiter zu Objekt Nummer 3. Ich wette, ich mache alles falsch. Kreuzstreben. Im späteren Verlauf der Mission wirst du auf diese Streben treffen. Platziere den Sprengstoff an der wirkungsvollsten Stelle. Ich würde ja jetzt mal vermuten, das könnte irgendwo hier unten sein. Haben wir noch mehr? Ich sehe erstmal nichts. Aber ich habe ja, glaube ich, insgesamt 5 Sprengladungen, die ich anbringen kann, oder? Oder habe ich das falsch verstanden? Hauen wir da noch einen hin. Da noch ein. Keine Ahnung. Jetzt habe ich ja, glaube ich, jetzt habe ich 5 platziert. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen fünften kann. Noch einen sechsten. Geht das oder nicht? Aus irgendeinem Grund geht das. Und ich konnte doch mit A bis irgendwas die Ladungen ändern, ne? Oder habe ich das? Typ B. Ich weiß nicht, was Typ B ist. B wie Bumm.
Ist egal, komm, wir drücken jetzt mal auf Zündung und sehen, wie alles schön hochgeht und ich nachher immer noch verkacke. Also, Countdown läuft. Das wird nix. Oder vielleicht ja doch. Da drüben ist was umgekippt. Ich glaube, ich hab's. 51%. Mindestquote ist 50. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Mindestquote dieser Mission erfüllt. Ja, ich komme doch voran. Nächste Mission. Was muss ich hier machen? Den Schornstein wahrscheinlich. Dieser alte Schornstein an der Industrieanlage soll gesprengt werden. Platziere die Sprengladung an den besten Stellen, um eine möglichst hohe Zerstörungsquote zu erreichen. Ja, ich würde mal sagen, das ist irgendwo unten am Sockel. Und ich würde das dann hier vorne irgendwo anbringen wollen, dass der Turm irgendwie nach hinten wegfetzt. Ich weiß nicht, wie viele ich da kann. Ich kann nur eine? Ich kann nur eine Ladung setzen. Okay. Und ich habe aber auch noch einen Typ B, ne? Habe ich auch noch eine Ladung. Mal gucken. So. Typ A und Typ B sind gesetzt. Wahrscheinlich fliegt das Ding genau auf mich drauf, wenn es hochgeht. Ich hoffe, ich bin weit genug weg. Auf die Plätze, fertig, Zündung. Oje, oje. Ich höre nix. Ich habe das Gefühl, der Schornstein zeigt sich nicht wirklich beeindruckt. Der steht ja immer noch. Ein Prozent von 80. Was ist passiert? Wie Sie sehen, steht der noch. Aber wie kann denn das? Wie kann denn das bitte sein? Ich weiß nicht, ob ich eine Sprengladung in den Turm reinsetzen kann. Das wäre natürlich mal was. Wir können es ja mal probieren. Wie war das mit Shift und Dings? Kann ich schneller? Kann ich rennen? Oder mit? Nein, ich wollte dich nicht setzen. Oh, fuck. Ich kann da nicht, ich kann nicht in den Turm rein, ich kann nicht hoch, ne? Ich kann nicht springen. Ja, verdammt. Vor allem jetzt habe ich Ladung 1 schon gesetzt. Oder muss ich das an den Sockel packen? Typ B. Ja, toll, ich kann auf dem, an den Sockel kann ich gar nichts dran setzen. Typ C gibt's nicht, oder? Wird jedenfalls nicht angezeigt. Ich habe eine Typ A und Typ B zum. Wieso habe ich das Gefühl, dass das nichts wird? Probieren wir es nochmal. Ich glaube nicht, dass das funzt. Vielleicht muss ich das höher am Turm anbringen. Aber ich hätte ja jetzt vermutet. Passiert nichts. Was bist du denn für ein komischer Turm? Okay, wir probieren es nochmal. Kann ich den jetzt nochmal. Ach, ich muss das resetten, ne? So wie es aussieht, waren aber jetzt. Schon ein paar Risse im Mauerwerk. Vielleicht sollte ich einmal um den Turm rumgehen. Es könnte ja sein, dass ich da irgendwas übersehen habe. Sieht von allen Seiten gleich aus. Turm halt. Tja. Okay. Ja, dann kleben wir das einfach mal ein bisschen höher an. Wenn ich denn könnte. Da. Ich wette, das ist für gar nichts. Sprengtyp B. Duck. Angeflanscht. Das wird nie was. Ich glaub's jedenfalls nicht. Wahrscheinlich fliegen mir gleich die Ziegel um die Ohren. Ich komme ja nicht zur Mission 3, bevor ich Mission 2 erfüllt habe. Scheiße, ich steh im Weg. Ja, ich bin am Leben geblieben. Ich hab's tatsächlich geschafft. Ich fass es nicht.
Oh je, jetzt kommt hier so Drahtgitter. Aber ich muss sagen, darauf müssen wir anstoßen, ne? Mit Rotwein heute. Aha. Das muss weg. Und ich habe 4 Ladungen pro Typ. Ich würde jetzt sagen, das kann nicht so verkehrt sein, wenn man da unten am Boden was anbringt, oder? Ich habe ja von jeder Sorte 4. Ich hoffe, ich muss nur diesen einen. Ach scheiße, da sind 2. Warte mal. Was sagt denn die Mission? Sollte ich ein neues Modell, setze die Sprengladung an der richtigen Stelle und versuche möglichst hohe Sprengquote zu erreichen. Ja, das wissen wir inzwischen, aber muss ich jetzt beide sprengen? Dann gehen wir da auch mal rüber, gemächlich, und setzen hier 2. Wenn man wüsste, dass es hoch genug wäre, dass der eine den anderen umhaut. Und ich würde sagen, wir haben ja dann noch von Typ B jeweils. Ach, ich konnte doch auch mit 1, 2, 3, 4 noch die Größe der Sprengkreise dingsen, ne? Jetzt habe ich mal 4 gedrückt. Und wenn ich 1 drücke, gibt es da einen Unterschied? Nee, das macht überhaupt keinen Unterschied. Das wird ja lustig. Also eigentlich ist das gar nicht so schlimm bis jetzt. Also ich sag mal, hier sind ja noch andere Simulatoren drauf. Hier so Abschlepp und Panzer und sowas. Habe ich ja nie gezockt. Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich mich dazu auch mal noch irgendwann breitschlagen. Aber ja, das hier ist ja... So. Gehen wir mal in Deckung. Und gucken mal, was alles nicht umfällt, wenn ich jetzt sprenge. Mindestens 70% Erfolgsquote. Okay, noch weiter zurück kann ich nicht. Schauen wir uns das Schauspiel mal an, das Trauerspiel. Oh, mal kieken, ne? Wieso sagt er nicht... Oh scheiße, einige Teile sind nach außerhalb des Sperrzauns geflogen. Die sind beide, das ist ja komisch, ne? Die sind beide nach hinten weggekippt. Wie konnte das nur passieren? Okay, also der Rest liegt irgendwie da draußen. Ja gut. Dann müssen wir die Ladung vielleicht doch mal anders anbringen, dass sie irgendwie hier reinkippen. Probieren wir das also nochmal. Wie habe ich denn das gemacht? Ich habe hier irgendwie Typ A habe ich da unten hingepackt, ne? Und Typ B habe ich daran geflanscht. Jetzt machen wir das mal anders. Dann gehen wir hier von der anderen Seite ran. Ah, mit Shift kann ich schneller rennen. Sag das doch. So. Typ A, hier unten und da unten, und Typ B, hier oben und da oben. Und Sicherheitsabstand. So, jetzt moven wir uns mal noch hier rüber und gucken mal, wie schlimm das jetzt wird. So, Kamera an, Zündung läuft. Jo. Leute. Ach, Scheiße. Wieso ist denn jetzt beides nach hier rüber gekippt? What have I falsch gemaked? Wie habe ich die denn gerade angebracht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist mir nicht ersichtlich. Komm, wir ballern das mal noch anders. Oder auch Let's Fetz. Ach, ich kann nicht höher. Ja, probieren wir das einfach mal, ne? Jetzt drehen wir hier den Spieß um. Klatschen das Ding an die dritte Strebe. Und die anderen beiden Typ A hier vorne runter. Vielleicht reicht das ja schon, um was zu bewirken.
Ich habe irgendwie nicht wirklich das Gefühl. Aber wenn ich Glück habe, dann klappen die vielleicht jetzt nach innen zusammen. Versuchen wir es. Oh. Höchel, Höchel. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann machen, was ich will. Das... ja, hat mich gesollt. Aber warte mal. Jetzt habe ich, glaube ich, die Lösung. Gewusst wie? Fragt Tomaniac. Also Typ A eine, 2, Typ B die dritte da. Und dann dasselbe da drüben draußen. Ja, wenn das nicht klappt, dann weiß ich es aber auch nicht. Das müsste doch jetzt eigentlich nach innen fluppen. Also erste Strebe, zweite, dritte. Es hat auf jeden Fall gereicht, um den Turm jeweils zu Fall zu bringen. Suchen wir uns mal wieder einen schönen Logenplatz aus. Und kicken mal, was passiert. Und Zündung! Ja, ich weiß nicht, wie wichtig die zeitverzögerten Zündungen sind. Bitte jetzt klappt aufeinander zu und dann bin ich zufrieden. Und bleib bitte innerhalb des... Yes! Ich hab's doch noch geschafft. Auf zur nächsten Mission. So. Oh, ach du Scheiße, das sieht solide aus. Jetzt haben wir auch noch einen Typ C, eine Ladung. Was sagt denn das Mission Briefing? Diese kleine Brücke muss einer größeren Trasse den Weg freimachen. Schau dir die Struktur des Objekts genau an und setze den Sprengstoff mit Bedacht ein. Ich könnte mir vorstellen, wir laufen mal rüber, dass man irgendwas hier machen muss. Und ich habe davon 4 Stück. Ich würde sagen, ich klemme einen in die Ecke. Ja. Wie war das? Kann ich die Größe des Sprengkreises, war mit 1 bis 4, ne? Aber Kreis 4. Ah, da kann ich durchschalten, aber die Größe ist, glaube ich, wurscht. Die bleibt gleich. Aber setzen wir doch mal an den Punkten entsprechend die... Was ich halt nicht weiß, ist, ob die Pfosten auch, die Stützpfeiler auch weg müssen. Das ist jetzt eine Frage von der Physik, ne? Ich würde sagen, hier außen setze ich mal die grünen. Also Typ B. Und da hinten auch. Wie viele Pfosten haben wir denn hier insgesamt? 1, 2, 3, ah. Ich werde das Gefühl nicht los, dass das nichts wird. Tja, Typ B. Und dann haben wir ja noch C. Einen. Wo packen wir den hin? Wenn ich das irgendwie so hinkriege, dass die Brücke sich da in der Ecke irgendwie abhebt, dann... Ja, ich habe keine Ahnung. Ich bin ja hier nicht der Sprengmeister, ne? C. Tuck. Alle Ladungen sind platziert. Jetzt platziere ich mich mal, bevor mir die Brücke auf den Kopf fällt. Wahrscheinlich zeigt die sich jetzt null beeindruckt. Okay, drücken wir mal auf Zündung. Ich habe das Gefühl, das wird mal gar nichts. Was passiert da? Was? Schwing, schwing. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Könnte der Rest jetzt bitte auch noch abbrechen?
Wie schafft man denn sowas? Es ist noch nicht zu Ende. Komm, es ist noch... Da bewegt sich noch was. Der sagt noch nicht, dass es vorbei ist. Ah, shit. Ich fürchte, das wird heute nichts mehr, oder? Da passiert noch was. Ja, aber ich glaube, das war's jetzt wirklich, oder? Das ist ja... Oh, da hinten wackelt auch noch was ab. 26%. Kann ich noch mehr auseinanderfallen? Ich habe das Gefühl, dass die Grundidee vielleicht gar nicht so schlecht war. Da verabschieden sich noch ein paar Teile. Es ist anscheinend noch nicht vorbei. Aber ich habe das Gefühl... Ja, ein paar Teile fallen noch runter. Aber irgendwie steht sie noch. Scheiße. Ja, da passiert nicht mehr viel, glaube ich. Na gut, ich glaube, das muss ich noch... Oh, da fällt noch was ab. Meine Güte, ist das mühsam. Na gut, ich glaube, das... Ja, jetzt sagt er, ist vorbei. Mehr fällt nicht ab. Ich muss sagen, das ist gar nicht so unwitzig. Das probieren wir es nochmal. Ja... Ich würde sagen, diesmal hauen wir die anders weg. Dann mache ich jetzt, jetzt gibt es hier radikal doch. Eins, zwei. Typ C hauen wir direkt hier an den Mittelpfeiler, ein bisschen zurück. So. Das scheint wahrscheinlich die stärkste Sprengkraft zu haben. Dann nehmen wir nochmal Typ A. Hauen A einfach mal hier und dahin. Und dann haben wir ja noch Typ B. Soll ja ordentlich knallen, ne? Lustig. Also irgendwie finde ich das wirklich gar nicht schlimm. Es hat sowas von Physikspielchen. So, einen letzten Sprengsatz müssen wir noch irgendwie hier anbringen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so launig ist. Aber ich würde sagen, mit der Brücke lasse ich danach gut sein. Es sei denn, es sagen genügend Leute, mach mal weiter. Dann überlege ich es mir vielleicht noch. Aber fürs Erste, ich gucke mal, ob ich die Brücke hier noch klein kriege. Okay, ich glaube, die Kameraperspektive ist in Ordnung. Jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Hau weg, den Scheiß! Ah, das gefällt mir schon besser. Wenn ich jetzt auch noch was sehen könnte. Das war ziemlich endgültig. Scheiße. In der Mitte ist mehr weg. Also die erste Sprengung fand ich schöner. Da ist auch mehr kaputt gegangen. Das ist eine, eigentlich ja nicht, aber... Ach, Menno. Da muss ich die Sprengladung wahrscheinlich doch näher an den Pfosten anbringen. Dann war das eigentlich doch gar nicht so verkehrt, was? Auf ein neues. C kann direkt hier bleiben. C ist auf jeden Fall schon mal gut, finde ich. Dann mache ich mal B jeweils hier hin. B wie Bumm. Genau, mach diesmal A nach außen. Okay, den Rest drüben. Wo sprengen wir hier? Am Zuckerhut? Oder was ist das da für ein Berg? Für ein merkwürdiger? Ich werde hier noch zum Sprengmeister, Leute. Ich sag's euch. Jetzt noch zwei A-Typen. Hier hinten ran fetzen. A1 und A2. Und jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt der ausschlaggebende Krawumms wird. Noch zwitschern die Vöglein. Gleich sind alle schwarz. Okay.
Daumen drücken! Komm jetzt! Wo sind die denn? Jetzt kann ich mich leider nicht umgucken, um zu sehen, wo die liegen. Ja, wie kann denn das nur sein? Auf jeden Fall, das sah jetzt nicht so schlecht aus. Ja, komm, also auf ein neues. B. Vielleicht reicht es ja auch, vielleicht brauche ich A gar nicht. Kurzen Prozess. Probieren wir es einfach so. Und wir schauen nochmal. I nur 14%. Was steht denn jetzt noch? Oh. Es schaukelt noch. Es ist noch nicht vorbei. Kannst du dich mal einigen? Da ist Ruhe. Schwing. Nein. Okay, Freunde der Nacht. Ich glaube, ich habe eine Idee. Also man braucht tatsächlich wahrscheinlich nicht alle Sprengladungen. Also nochmal. Ich würde sagen, das ist mein letzter Versuch. Und diesmal machen wir Typ B ein bisschen mehr nach da. Und dasselbe auch hier hinten. Es kann natürlich sein, wenn ich Pech habe, dann fliegen die anderen Teile rechts und links über den Zaun. Dann habe ich ein Problem. C. Duck. Okay, ich bin bereit. Ich bin soweit. Geht in Deckung. Regenschirm aufspannen. Es geht los. Jetzt habe ich das Gefühl, dass er schon wieder nichts. Ach. Dabei sah das so gut aus. Ich kriege diese Brücke nicht ausreichend klein, habe ich das Gefühl. Verflixt. Okay, ein letzter Versuch noch. Also es ist schon interessant, sagen wir es mal so. Vor allem, wenn man so merkt, ja, es hat ein gewisses Potenzial. Mit der Lizenz zum Weitermachen. Platzieren wir noch den letzten Punkt. Da in der Mittelsäule, gell? Okay, letzter Versuch, liebe Leute. Dann soll das mal als kleinen Einblick genügen. Ich verziehe mich mal hier in die Ecke. Ja, so haben wir doch alles wunderbar im Blick. Wieder alles im Griff. Oder auch nicht. Jetzt könnte es ruhig mal gehen. Ey Leute, das ist nicht euer Ernst. 49% von 50%. Ja, leck mich doch am Arsch. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was fehlt denn noch? Ah, okay. Okay. Na gut, ein allerletztes Mal. Ja, wenn das jetzt nicht funzt, so wie ich das mir denke, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich meine, ich habe sowas Ähnliches doch vorhin schon probiert gehabt und dann sind Teile außerhalb gelandet. Weil ich muss ja den Rest auch noch abfetzen und da habe ich aber doch schon... Da habe ich schon A gehabt. Setzen wir die mal direkt hier dran. C kommt nachher wieder an die Mitte. Ich glaube, das ist keine so schlechte Idee. Tuck. So, Typ B kommt dann wieder hier vorne her.
Und Typ A setzen wir wieder außen. Und dann, wenn es dann nicht klappt, also 49%, Leute, das ist ja wohl unverschämt. So eine Scheiße da. So. Wir verkrümeln uns mal hier in die Ecke. Und schauen, was da passiert. Oder auch nicht. Letzte Sprengung. Wie schön, dass sich da wieder nichts bewegt. What the fuck? Was zum Fuck soll das? Brich doch vorne ab, du Scheißbrücke. Nur brich doch. Oh. Tja. Also bester Versuch war der mit 49 von 50%, wirklich extrem undankbar. Das scheint noch nicht vorbei zu sein. Wie kann das bloß passieren? Sie schwingt noch. Aber ich glaube nicht, dass ich so auf 50% komme. Das sieht mir mal gar nicht danach aus. Aber ich muss sagen, lustig ist es irgendwie. Kann mir nicht helfen. Es hat einen bestimmten Ein-Versuch-noch-Drang. Ich kann mir vorstellen, dass das von diesen Simulatoren der beste ist. Ja, von dieser Packung hier, ne? Er hat mir noch eine zweite Geschichte geschenkt. Notarzt, Schwertransport und Rangierbahnhof Simulator. Ich bin eigentlich überhaupt nicht der Simulatoren-Fan. Also es hat mich noch nie wirklich gereizt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich da in näherer Zukunft zum Simulatoren-Fan werde. Das war jetzt aber mal ein kleiner Einblick in... Oh, in den Sprengmeister-Simulator. Ich hab's gerne gemacht, lieber Marcel, weil du mir das geschickt hast und weil du ein dufter Typ bist. Ja, danke für dieses Geschenk. Ich hoffe, ich konnte dich einigermaßen und den Rest von euch auch amüsieren mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Wenn es heißt, zockt mal wieder mit Tomenik, bleibt mir treu, empfehlt mich weiter. Ciao, ihr Lieben.